Kann man Holz eigentlich schmelzen? Warnung! Das folgende Video dient nur zu Demonstrationszwecken. Ich übernehme keine Haftung für Sach- oder Personenschäden bei Nachahmung des Versuches. Aktiviert die Glocke. Ich meine, ihr kennt es ja. Wenn wir etwas wie zum Beispiel Metall nehmen und das dann anschließend erhitzen, schmilzt es ganz einfach. Wann genau, kommt zwar aufs Metall an, aber irgendwann schmelzen sie alle. Wenn ich jetzt allerdings Holz nehme, ich muss es eigentlich nicht mal vorführen, kann man definitiv nicht vom Schmelzen sprechen und irgendwann hat es sich dann auch einfach mehr oder weniger in Luft aufgelöst. Aber klar, da war ja jetzt auch Sauerstoff drumherum, also wurde das Holz im Prinzip zu Wasser und CO2 oxidiert. Gallium konnte nur seine Form behalten, weil es eben nicht im gleichen Ausmaß mit Sauerstoff reagiert hat, oder? Naja, in diesem Fall müssten wir es ja schaffen, Holz zu schmelzen, wenn wir es einfach in einer Vakuumkammer erhitzen. Aber wie machen wir das? Naja, mit diesem starken Laser hier sollte das gar kein Problem sein. Denn was der Laser macht, ist es, Licht auf einen kleinen Punkt zu konzentrieren. Und wenn Licht auf Dinge trifft und absorbiert wird, wird dieses zu Wärmeenergie. Und das bedeutet, dass wir erstmal das Holzstück hier reinlegen, alles für die Vakuumkammer ready machen und dann sollte das kein Problem sein. Und scheinbar haben wir noch ein bisschen Restluft drin, da der Dampf noch aufsteigen kann, aber schaut mal, wie vertikal diese Rauchsäule ist. Das ist auch echt krass. Der Rauch verhält sich hier drin wirklich spannend. Und ihr seht, der Laser macht dem Plexiglas nichts, obwohl es eigentlich nur Kunststoff ist. Und das ist echt faszinierend. Aber man sieht trotzdem, dass das Holz einfach nur verkohlt. Dennoch sehen wir einfach nur, wie das Ganze schwärzlich wird. Im Prinzip verkohlt es einfach nur. Also scheint Sauerstoff wohl schon mal nicht der Hauptschuldige zu sein, dass Holz nicht schmilzt. Denn ich kann definitiv nicht sehen, dass das Holz sich verflüssigt. Und da ist das gute Stück. Also wir können definitiv sehen, es ist schwärzlich geworden, also verkohlt. Und da sind wir dem Ganzen eigentlich schon ziemlich gut auf der Spur. Beziehungsweise erkenne ich hier doch ein paar bräunliche Verfärbungen. Und diese Farbe erinnert auch an die Farbe des Holzes, nur in dunkler. Also ist das eventuell Holzflüssigkeit? Ja und nein, es ist nicht flüssiges Holz. Aber es ist definitiv eine Flüssigkeit, die entsteht, wenn man Holz erhitzt. Also warum ist das Holz nicht geschmolzen? Und gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn ihr solche Themen feiert und sowas öfter sehen wollt. Bei einem Durchgang, wo noch etwas Restsauerstoff in der Vakuumkammer vorhanden war, sieht man, by the way, die Verfärbungen der Flüssigkeit nicht. Warum das nicht geschmolzen ist, liegt an der Zersetzungstemperatur mancher Stoffe. Beziehungsweise in diesem Fall ganz bestimmter Stoffe. Eigentlich sollte doch jeder Stoff eigentlich eine Temperatur haben, bei welchem die Moleküle sich entscheiden. Ich will mich bewegen. Ich auch. Wir sind flüssig. Nice. Und dann am Ende flüssig sind. Leider oder zum Glück gibt es aber noch die Zersetzungstemperatur. Da entscheidet sich unter Umständen nämlich ein Molekül für kein Bock mehr. Diese temperaturbedingte Zersetzung nennt sich Pyrolyse und es ist auch der Vorgang, welcher beim Verköhlern von Holz zu Holzkohle, also zu Kohlenstoff, genutzt wird. Hinzu kommt dann noch, dass das Holz kein Stoff in dieser Form ist. Es ist nicht nur ein einziges Molekül mit festem Schmelzpunkt, welches hier einfach sehr oft vorkommt. Holz besteht aus extrem vielen Stoffen, wie zum Beispiel Zellulose, aus dem Zeug wird zum Beispiel Papier gemacht, Hemicellulose, Lignin, verschiedene Extraktstoffe und verschiedene Mineralien. Somit ist es noch schwerer bzw. unmöglicher, Holz zu schmelzen. Bedeutet, das Gießen wie bei Metall ist somit ebenfalls leider nicht möglich. Zumindest kann man den üblichen Weg ausschließen. Achso, und die elementaren Masseanteile von trockenem Holz sind etwa 50% Kohlenstoff, das ist sogar mehr als ich gedacht habe, 43% Sauerstoff, ca. 6% Wasserstoff, ca. 1% Stickstoff und kleinste Anteile anderer Elemente. Und weil ich auf diesem Kanal schon echt oft Dinge verköhlert habe, sogar Erde, aus was besteht die eigentlich,
machen wir das nochmal einsehbar in einem hitzebeständigen Erlenmeyer-Kolben. So kann man nämlich die vielen pyrolytischen Zersetzungsprodukte sehen, welche sowohl fest, flüssig als auch gasförmig sein können. Und das ist auch das, was so extrem gut brennt. Der Erlenmeyer-Kolben wird jetzt erhitzt. Und am Anfang wird das Holz noch brennen, bis dann der Restsauerstoff verbraucht ist. Und dann können wir sehen, was so eigentlich beim Verköhlern passiert. Sofern der Erlenmeyer-Kolben nicht explodiert. Ich hoffe mal, er ist hitzebeständig genug und für den Worst Case schütze ich meinen Hals und hab natürlich auch eine Schutzbrille an. Okay, da ist die erste Rauchbildung. Das wird jetzt spannend. Wegen Überdruck wird das Ganze nicht explodieren, denn der Deckel liegt nur auf. Aber ich finde es echt interessant, dass die Farbe des Dampfes auch schon dieses Bräunliche annimmt. Am Rand kann man sogar schon sehen, wie diese flüssigen Pyrolysestoffe wieder kondensiert sind und heruntertropfen. Okay, mittlerweile ist der Dampf auch wirklich gelb. Und warum brennen die erst hier oben? Na, weil sie dort mit dem Sauerstoff, den sie dafür brauchen, dann in Kontakt kommen. Mittlerweile ist das Holz auch echt gut angekohlt. Und von dem Zeug, das den Erlenmeyer-Kolben herunterfließt, will ich gar nicht erst anfangen. Man sollte natürlich auch gut lüften, wenn man sowas indoor macht, aber am besten macht man es direkt draußen. Oder gar nicht und schaut Techtastisch Videos im Unterricht an. Das ist so cool. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie lange das da oben noch nachbrennt. Also hier haben wir schon mal Holzkohle. Die ist auch extrem leicht, wie man es halt von Holzkohle kennt. 50% Kohlenstoff. Aber am interessantesten von dem Ganzen finde ich natürlich das, was so übrig geblieben ist. Das stinkt auch total. Das müsste eigentlich, wenn ich mich nicht ganz irre, Teer sein. Ihr könnt gut sehen, Holz ist zwar nicht schmelzbar, aber dafür entsteht anderes komisches, dickflüssiges Zeug. Ich will es jetzt auch nicht direkt anfassen. Aber das ist sogar sehr flüssig. Ich dachte eigentlich, dass es klebriger wäre. Das ist tatsächlich sehr entspannt. Also Fazit des ganzen Videos. Holz schmilzt nicht, aber dafür macht es anderes lustiges Zeug, wenn man es erhitzt. Und das ist doch auch was. Und jetzt husch, gib bei deiner Chemielehrkraft an. Ein Gegenstand, welcher stabiler als Diamant ist, wird im oberen Video vorgestellt. Und im unteren Video haben wir ein Experiment durchgeführt, welches innerhalb vom Bruchteil einer Sekunde passiert. Und danke an alle, die die Projekte auf diesem Kanal hier finanziell unterstützen.